Also, ich denke mal, dass das Jahr 2018 mittlerweile weit genug fortgeschritten ist, um jetzt mal ein bisschen darauf zurückzuschauen, zumindest im Hinblick auf die deutsche Luftfahrt. Dafür habe ich mal ein paar interessante Zahlen und Fakten rausgesucht, die uns zu erkennen geben sollten, dass für 2019 die Hauptaufgabe bei den meisten Fluggesellschaften eben nicht in zusätzlichem Wachstum bestehen sollte, sondern in der Frage zu finden ist, wie man die tägliche Operation jetzt endlich mal auf richtig vernünftige, stabile Beine stellen kann. Denn das erste Jahr, das erste komplette Jahr nach der Air Berlin-Pleite, das Jahr 2018, war nicht annähernd so ruhig wie erwartet. Es war voll mit Chaos an den deutschen Flughäfen, voll mit der Sorge nach einer großen Fluggesellschaft in einer Monopolstellung. Tja, also mal ein kleiner Blick auf die deutsche Luftfahrt im Jahr 2018. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und um das Video direkt mal vernünftig zu starten, fangen wir sofort mal mit dem interessantesten Fakt an. Und zwar sind im Jahr 2018, zumindest gemessen bis Mitte Dezember 2018, denn das Jahr 2018 ist ja vom Ding ja noch gar nicht vorbei, aber bis Mitte Dezember sind, wenn es um Flüge nach Deutschland geht oder von Deutschland ausgehend oder innerhalb Deutschlands, sind über 28.600 Flüge ausgefallen. Das ist eine ganze Menge. Nur um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, schauen wir uns mal an, wie viele Flugzeuge pro Jahr am Flughafen Frankfurt starten und landen. Das sind ungefähr 475.000 Stück. Also auch eine ganze Menge. Wären jetzt diese über 28.600 Flugausfälle, die es auf den Flügen von, nach oder innerhalb Deutschlands gab, wären die jetzt alle am Frankfurter Flughafen passiert, dann würde das bedeuten, dass der Frankfurter Flughafen, an dem etwa 1.300 Flugzeuge am Tag starten und landen, das würde dann bedeuten, dass der Betrieb am größten deutschen Flughafen, um auf diese Anzahl an Flugausfällen zu kommen, ganze 22 Tage lang lahmgelegt wäre. Da würde kein Flugzeug starten und landen. 22 Tage lang. Und ich glaube, allein diese Zahl ist schon mal sehr aussagekräftig für das, was im Jahr 2018 in der deutschen Luftfahrt abgegangen ist. Aber gut, machen wir mal weiter. Die Zahlen kommen übrigens vom Fluggastrechteportal EU-Claim und die bringen noch einige wirklich interessante Details mit sich. Denn für einen Passagier, wenn es um das Thema Entschädigungen geht, werden gerade Flugverspätungen mit über 3 Stunden sehr, sehr interessant. Von diesen sogenannten 3-Stunden-Delays gab es im Jahr 2018 in der deutschen Luftfahrt, also wieder dran denken, es geht nur um Flüge von Deutschland ausgehend, nach Deutschland oder innerhalb Deutschlands. Von diesen 3-Stunden-Delays gab es zusätzlich zu den über 28.600 ausgefallenen Flügen nochmal über 8.420 Stück. Das muss man sich mal kurz vor Augen führen. Also vom Ding her schon mal über 8.420 Flüge, bei dem jedem einzelnen Passagier eine massive finanzielle Entschädigung zusteht. Die Fluggesellschaften kümmern sich ja schon immer massiv darum, dass die Passagiere, die es wirklich nicht schaffen, vor 3 Stunden Verspätung an ihrem Zielort anzukommen, dass diese Passagiere nicht mit so schlechter Laune aus dem Flugzeug gehen, dass sie wirklich ewig lange hinter diesen ihnen zustehenden Entschädigungszahlungen hinterher sind, bis sie es dann wirklich auch auf ihrem Konto haben, sondern dass sie da vielleicht nochmal ein Auge zudrücken und ein gewisses Verständnis zeigen, aber das Geld steht den meisten Leuten dann nun mal zu. Und gerade im Jahr 2018, wo eben solche Fluggastrechteportale einen massiven Aufschwung erlebt haben und so gut wie jeder Passagier mittlerweile darüber informiert ist, wann ihm bei welchem Flug unter welchen Umständen nach welcher Zeit eine gewisse Entschädigung zusteht, da kommen die meisten Fluggesellschaften dann nun mal einfach nicht mehr um tausende Entschädigungszahlungen drumherum. Und das ist schon ein Problem, wenn kein Chaos herrscht. Und jetzt, im Jahr 2018, wo nun mal ein bisschen Chaos geherrscht hat, da wird das dann ein massives Problem und es summiert sich so viel Geld zusammen, dass so manche Fluggesellschaft im Jahr 2018 keinen Gewinn mehr erzielen konnte. Von den über 28.600 gestrichenen Flügen im Jahr 2018 bis Mitte Dezember gehen übrigens etwas mehr als 12.500 Flüge auf das Konto der größten deutschen Fluggesellschaft, also der Lufthansa. Und knapp 5.100 Flüge musste die Billigtochter Eurowings im Jahr 2018 streichen. Das ist eine ganze Menge. Interessant dabei ist natürlich, dass die Flotte der Eurowings etwa ein Drittel so groß ist wie die der Lufthansa. Aber das sind ja auch echt keine kleinen Zahlen mehr und da verliert man dann schnell mal den Überblick. Das bedeutet aber, dass bei Eurowings jeden Tag im Schnitt fast 15 Flüge gestrichen werden mussten. Das ist eine ganze Menge und da wird es mit dem Geldverdienen dann natürlich auch irgendwann schwerer. Im Vergleich zur Lufthansa hatte Eurowings sogar noch viel mehr mit den sogenannten 3-Stunden-Delays zu kämpfen. Wie gesagt, behaltet wieder im Hinterkopf, die Flotte der Eurowings ist etwa nur ein Drittel so groß wie die Flotte der Lufthansa, aber trotzdem hatte die Eurowings deutlich mehr 3-Stunden-Delays. Die Eurowings hatte knapp über 1.350 Stück im Jahr 2018, während Lufthansa nur etwas mehr als 1.000 auf dem Buckel hat. Und auch das sind jetzt schon wieder sehr, sehr große Zahlen, die wieder schwer vorstellbar sind, aber man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass von
von diesen 3 bis 4, 3 Stunden Delays jeden einzelnen Tag bei den jeweiligen Fluggesellschaften, dass davon vielleicht 600, 700 oder 800 oder noch mehr Passagiere betroffen sind und jedem Einzelnen stehen im Idealfall da mehrere 100 Euro Entschädigung zu. Da kommt schon richtig viel Geld zusammen. Wiederum recht interessant ist, dass die im Vergleich zur Eurowings deutlich größere Ryanair, also Ryanair hat fast 4,5-mal so viele Flugzeuge wie Eurowings in der Flotte, dass die nur auf gut 1630 Flugausfälle kam. Ihr habt die Zahl von Eurowings wahrscheinlich noch im Kopf, das waren etwas mehr als 5100 Flugausfälle. Und auch da muss man im Hinterkopf behalten, dass die irische Billigfluggesellschaft in vielen Ländern im Jahr 2018 zu einer sehr interessanten und sicherlich auch guten Entwicklung gezwungen war. Zum Beispiel eben durch Streiks, die für einen Großteil dieser Flugausfälle verantwortlich waren. Wir haben also Eurowings auf der einen Seite, deren Flotte nicht mal ein Viertel so groß ist wie die Flotte der Ryanair und trotzdem hat es Eurowings geschafft, mehr als 3-mal so viele Flugausfälle im Jahr 2018 zu produzieren. Bedeutet Chaos, vor allem bei uns hier in der deutschen Luftfahrt. Das sorgte wiederum auch dafür, dass eben gerade solche Entschädigungszahlungen, wie sie über ein solches Fluggastrechteportal in Anspruch genommen werden können, dass solche Entschädigungszahlungen sich im Jahr 2018 auf über 800 Millionen Euro summierten, obwohl man im davor schon guten Jahr 2017 auf gerade mal etwa 500 Millionen Euro gekommen war. Und wie bereits gesagt, die meisten Passagiere sind mittlerweile ziemlich gut informiert und wissen, unter welchen Bedingungen sie bei welcher Fluggesellschaft welche Entschädigungszahlung bei welcher Flugverspätung einfordern können. Und dann bekommen Sie mit solchen Fluggastrechteportalen im Internet natürlich ein recht einfach zu nutzendes Tool an die Hand, mit dem Sie dann solche Entschädigungszahlungen auch wirklich für sich einfordern können und dann auch wirklich auf Ihr Konto bringen können. Wenn ich bei Google einfach nach irgendeiner Flugnummer suche, ohne dabei das Wort Verspätung oder Flugausfall zu benutzen, sondern einfach nur, weil ich vielleicht ein paar Informationen zu diesem jeweiligen Flug haben möchte, weil ich da vielleicht morgen mit fliegen möchte oder wie auch immer, dann bekomme ich meist an zweiter oder dritter Stelle direkt ein Suchergebnis, bei dem ich gefragt werde, ob ich Opfer einer Flugverspätung oder eines Flugausfalls geworden bin auf diesem jeweiligen Flug. Tja, und das übt natürlich Druck auf die Fluggesellschaften aus und ermöglicht den Passagieren selbstverständlich, sich schnell und einfach zu informieren und sich dann auch um die entsprechenden Zahlungen zu kümmern. Aber nicht falsch verstehen, das ist ja auch auf jeden Fall gut so, denn im Normalfall steht den Passagieren dann ja auch wirklich die jeweilige Entschädigungszahlung zu. Und das, was man so manchem Passagier im Jahr 2018 zugemutet hat, das rechtfertigt dann auch gerne mal eine etwas höhere Entschädigungszahlung. Für die Fluggesellschaften ist das dann natürlich schlicht und einfach ganz blöd verlorenes Geld. Und dummerweise ist es auch nur ein Teil von dem Geld, was bei diesem ganzen Flugchaos draufgeht. Denn man muss Tag für Tag immer wieder Geld investieren, um den Flugbetrieb wieder neu zu ordnen, alles neu zu sortieren, nur damit das Chaos am nächsten Tag dann alles wieder über den Haufen schmeißt. Und bitte auf gar keinen Fall falsch verstehen, das Jahr 2018 war selbstverständlich nicht nur anstrengend für eine Lufthansa oder eine Eurowings, weil wir uns von diesen beiden großen Fluggesellschaften jetzt gerade die Zahlen angucken, sondern das war auch anstrengend bzw. etwas schwer zu handeln für eine Condor, eine TUIfly oder eine Germania und selbstverständlich auch für Fluggesellschaften, die gerade erst aus der Air Berlin-Pleite heraus entstanden sind, wie zum Beispiel für Laudamotion. Bei den größeren Fluggesellschaften des Landes waren jetzt natürlich aber auch die Auswirkungen umso größer bzw. umso besser zu spüren. Die Auswirkungen gucken wir uns jetzt hier in Form der Zahlen an. Und man kann auf jeden Fall auch sagen, dass der 2018 bei den jeweiligen Fluggesellschaften verursachte Stress auf jeden Fall mehr oder weniger direkt mit der Anzahl der aus dem ehemaligen Air Berlin Bestand übernommenen Flugzeuge zusammenhängt. Aber die Schuld für dieses ganze Durcheinander, das liegt ohne Zweifel natürlich nicht nur bei den Fluggesellschaften, sondern es haperte im Jahr 2018 an vielen Stellen, mit denen der Passagier im Laufe seiner Reise irgendwann mal in Kontakt kommt. Gerade eben erst an den Weihnachtsfeiertagen haben wir das zum Beispiel am Frankfurter Flughafen gesehen, wo über 3000 Passagiere an einem einzelnen Tag ihren Flug verpasst haben, weil es an den Sicherheitskontrollen des Flughafens wohl deutlich zu lange gedauert hat. Dadurch, dass man dann das Gepäck der Leute, wenn sie deutlich zu spät oder gar nicht mehr zum Flugzeug kommen bzw. einfach nicht mehr mit dem Flieger mitfliegen können, dadurch, dass man das Gepäck dann ja immer wieder ausladen muss, sorgte das für knapp 90 verspätete Flüge an einem einzelnen Tag. Dazu flogen im Jahr 2018 noch ein Haufen weiterer Vorwürfe durch den Raum. Zum Beispiel die deutsche Flugsicherung, die mittlerweile über 3 Millionen Flüge pro Jahr kontrollieren muss, die sei wohl seit langer Zeit unterbesetzt und würde genauso für Probleme sorgen, wie die auch schon seit Ewigkeiten massiv unterbesetzten Abfertigungsunternehmen an den jeweiligen Flughäfen. Hier jetzt aber einfach die Schuld von einer der beteiligten Parteien zur nächsten zu schieben, das ist auf gar keinen Fall die Lösung. Und wenn, dann ist es nur eine sehr, sehr kurzfristige Lösung. Aber die Realität aus dem Jahr 2018, die war sicherlich eine Mischung aus verschiedensten Faktoren. Viel passender als irgendwelche wilden Schuldzuweisungen für kurzfristige Probleme ist da meiner Meinung nach eher die Tatsache des enormen Kostendrucks, unter dem Fluggesellschaften ja in den letzten Jahren immer und immer mehr leiden. Beziehungsweise dieser Kostendruck, der sorgt erstmal dafür, dass die Reserve, die sich eine Fluggesellschaft für die tägliche Operation aufbauen könnte, dass die so geschmälert wird,
dass ein Ereignis wie zum Beispiel die Air Berlin-Pleite aus dem Jahr 2017, dass die so viel Unruhe in das ganze System bringt, so viel Unruhe, die man nicht auffangen kann, weil man eben die entsprechende Reserve nicht hat, dass das direkt mal zu einer mittelschweren Katastrophe eskaliert. Vielleicht sollte man sich darüber mal etwas mehr Gedanken machen. Und wenn man das dann verstanden hat, dann kann man wohl auch etwas differenzierter auf das Jahr 2019 blicken. Denn das ganze Flugzeug hin und her schieben und der übernimmt jetzt diese Maschinen von der Air Berlin und der hat die dem geklaut und muss sie jetzt zurückgeben und auch das Personal hin und her schieben, das ist wohl erst einmal vorbei. Die Leute dürfen jetzt hoffentlich mal ein bisschen länger als 10 Monate da bleiben, wo sie auch bleiben wollen. Aber selbst wenn die beteiligten Fluggesellschaften diesen Risikofaktor, diesen deutlichen und großen Risikofaktor im Jahr 2019 aus ihrer Gleichung rausstreichen können, dann ist das selbstverständlich noch immer nicht die Lösung des Problems. Denn die Reserve, die eine Fluggesellschaft vielleicht einfach braucht, weil sie nun mal in der Luftfahrt agiert, die gibt es noch immer nicht, weil der Kostendruck im Jahr 2019 genauso bestehen bleibt, sich vielleicht sogar immer noch weiter verschärft und weiter verstärkt. Und das bedeutet, auch die Fluggesellschaften, die im Jahr 2018 ein ordentliches Chaos hingelegt haben und jetzt ganz öffentlich und klar gesagt haben, dass die Hauptaufgabe für 2019 darin bestehen wird, ihr tägliches Geschäft auf stabile Beine zu stellen, auch die werden diese Reserve nicht aufbauen können. Und deswegen sollte man sich nicht zu früh auf das Jahr 2019 freuen und denken, dass das alles diesmal glatt läuft, denn das wird es bestimmt nicht. Also wir dürfen gespannt sein, was das Jahr 2019 bringt. Und damit soll es das dann für heute auch gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen und Zahlen dabei. Ich freue mich sehr auf eure Gedanken und eure Meinung zum Jahr 2019 und was ihr glaubt, was im Jahr 2019 mit der deutschen Luftfahrt noch so alles passieren wird. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.